Für unser heutiges Scalable Meets Interview haben wir Dr. Stefanie Lang von BlackRock zu Gast. Wir werden heute zum Thema Megatrends sprechen. Stefanie, schön, dass du Zeit gefunden hast und heute bei uns bist. Hallo Jakob, vielen Dank für die Einladung. Wenn wir das Thema Megatrends beleuchten, stellt sich immer so ein bisschen die Frage, ja, was steckt eigentlich hinter diesem Begriff? Worum geht es bei Megatrends beim Investieren? Genau, also Megatrends, wenn ich das mal kurz so etwas einfacher formulieren darf, im Grunde sind es Lawinen in Zeitlupe. Ja? Sie sind zwar langsam, aber mächtig. Und genau das drückt eigentlich sehr gut aus, wie man Megatrends definieren kann. Und ich glaube, das ist wichtig, auch diesen Hintergrund zu verstehen, warum das denn eine interessante Anlagemöglichkeit für den Investor ist. Zum einen muss man wirklich damit oder das verstehen, dass es wirklich eine globale Anlage ist. Das heißt wirklich, es werden alle Weltwirtschaften davon betroffen, auch wenn es vielleicht unterschiedlich stark auf den verschiedenen regionalen Märkten zum Vorschein kommt. Zum Zweiten ist es so, dass ja Megatrends auch wirklich dauerhaft sind. Das heißt, es ist jetzt nicht ein Trend von ein paar Jahren, also eher kurzfristig gesehen, sondern wirklich eine sehr lange Entwicklung, die wirklich über mehrere Jahrzehnte sich entwickelt. Und außerdem kann man hier auch noch im Hintergrund haben, was verändert sich ja alles? Also es verschieben sich wirklich die Prioritäten der Menschen. Ja, es verändert sich auch das politische Handeln dadurch. Und es wird, wie gesagt, auch wirklich die Weltwirtschaft dadurch beeinflusst. Und das ist sozusagen das Spannende an Megatrends. Das sind große Phänomene, so wie du es beschreibst, transformative Kräfte und gleichzeitig auch sehr schwer zu greifen, ja zunächst mal, wenn man sich das vorstellt. Ihr habt euch damit sehr intensiv beschäftigt bei BlackRock und seid auf 5 Kategorien eigentlich gekommen, in denen man das ein bisschen gliedern kann, diese Megatrends. Was steckt denn da dahinter und was sind diese 5 verschiedenen Trends? Genau, wir haben uns hauptsächlich auf 5 Megatrends fokussiert und das ist wirklich das Neue daran, weil wir bei BlackRock jetzt versucht haben, diese Megatrends investierbar zu machen. Weil insgesamt sind ja Megatrends natürlich Phänomene, die man beschreiben kann, aber in denen ein Anleger aktuell nicht direkt anlegen kann. Deswegen haben wir uns ganz speziell mit den verschiedenen Megatrends eben beschäftigt und sind vor allem auf 5 gestoßen, die man sehr schön über Themen-ETFs auch investierbar machen kann. Es gibt 2 davon, die man sehr deutlich erkennen kann und ich glaube, mit denen auch viele Investoren sich im Grunde schon beschäftigt haben. Das ist zum einen der demografische und soziale Wandel. Und ich meine, also 40 ist ja das neue 30, ne? Jakob, dir geht's auch so, oder? Und da ist sozusagen zu sehen, dass sich ja wirklich die Lebenserwartung erhöht. Es geht darum, dass sich auch der Lebensstil modernisiert, ja? Und dadurch natürlich auch Auswirkungen insgesamt zu sehen sind. Man geht ja aktuell davon aus, dass, ich sag so, sogar schon in 10 Jahren, wenn mich nicht alles täuscht, dass 45% der Weltbevölkerung wirklich schon über 60 Jahre alt sein wird. Der 2. Megatrend, der ebenfalls interessant ist, ist das globale Wachstum. Und hier sieht man sehr deutlich, dass eben Megatrends nicht immer auf der Welt gleichmäßig auftreten, sondern immer bestimmte Märkte hier natürlich in den Vordergrund rücken. Aktuell ist es so, dass gerade die asiatischen Märkte und die Schwellenländer natürlich hier vor allem im Fokus sind. Also man sieht ganz klar, dass hier ein Wohlstandswachstum schon zu beobachten ist. Und auch hier sind so die Aussichten, dass wahrscheinlich so in den nächsten 30 Jahren ungefähr man davon ausgehen kann, dass einige der Schwellenmärkte wirklich unter den 7 größten Volkswirtschaften der Welt wiederzufinden sind. Es gibt einige Trends, die natürlich auch, sage ich mal, immer mehr trendy sind. Ja? Und eines davon, und das hört man jetzt wirklich überall, ist wirklich das grüne Bewusstsein. Allerdings ist der Megatrend, der nennt sich ja dann Klimawandel und Ressourcenknappheit, auch kein neuer. Und wenn wir uns zurückerinnern, also ich kann es nicht mehr aus Lebenderfahrung erzählen, aber zum Beispiel der erste autofreie Sonntag war 1973, der ursprünglich eher aus der Ölkrise, also eher aus der Ressourcenknappheit entstanden ist, als aus dem Klimawandel. Aber insgesamt ist es genau der Megatrend, der bis heute beobachtbar ist und sich jetzt wirklich mehr in diese grüne Richtung, also in diesen Klimawandel sozusagen weiterentwickelt hat. Weiter sind natürlich auch noch 2 Trends, die ich vor allem jetzt im Moment sehr spannend finde. Und ich meine, ich möchte jetzt das Wort ja nicht erwähnen, aber zumindest kann ich klar feststellen, dass viele auch unserer Kunden im Moment im Homeoffice sind durch die aktuellen Umstände. Und dann kommen natürlich 2 Megatrends jetzt vor allem zum Vorschein, die man sich genauer auch anschauen kann. Das eine ist die rasante Urbanisierung. Das heißt im Grunde die Städteflucht, also dass man feststellen kann, dass mehr und mehr Leute in die Städte ziehen, um eben auch Arbeit zu finden und so weiter. Da ist die Frage aktuell, wird der Trend denn jetzt eigentlich so ein bisschen abgebremst, ja, in der aktuellen Situation?
Und der zweite Trend oder Megatrend, der hier auch absolut im Vordergrund steht, ist der technologische Durchbruch, der natürlich gerade hier einen extremen Antrieb erfahren durfte, ja, weil natürlich hier gerade aus Digitalisierungssicht und aus technologischer Sicht sich sehr viel entwickelt hat über den letzten Jahr. Dass es diese Phänomene gibt, das spüren wir eigentlich ja alle jeden Tag. Jetzt hast du davon gesprochen, ihr habt das investierbar gemacht zum ersten Mal eigentlich, dass man in genau diese Megatrends auch Geld stecken kann. Da stellt sich ja im Anleger immer so ein bisschen die Frage, wo liegen denn da auch die Chancen, auch das Potenzial, sag ich mal, bei Aktien auf Kurssteigerung? Warum glaubt ihr denn, dass es auch wirtschaftlich sinnvoll ist, sich in den Megatrends zu engagieren? Genau, also wir haben sozusagen versucht, diese Megatrends wirklich in Themen zu übersetzen. Weil durch eben Themen kann man eben gerade solche Megatrends investierbar machen. Wo sehen wir hier wirklich die Chancen des Anlegers? Und das würde ich in drei Kategorien so ein bisschen festlegen. Zum einen ist es natürlich, gerade für Endinvestoren ist es, glaube ich, für mich sehr interessant, dass es wirklich eine langfristige Anlage ist. Das heißt, es ist etwas, es ist ein Megatrend. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass man jetzt investiert, aber auch wirklich das Investment halten kann, weil man davon ausgeht, dass natürlich der Megatrend noch länger beständig ist. Zum Zweiten ist es relativ intuitiv verständlich. Also wenn wir über Megatrends sprechen, und ich glaube, ich habe ja gerade eben diese 5 Megatrends aufgezählt, das sind alle Themen, damit kann man sich identifizieren, die kann man gut verstehen. Das heißt, als Endanleger ist einem besonders klar, in was man denn eigentlich wirklich investiert, was man hier auch wirklich erwarten kann. Und der dritte Punkt ist, und das ist sozusagen die Chance, die wir auch sehen, so wie wir uns das ausgesucht haben und so wie die Megatrends und die Themen auch aufgestellt sind, kann man wirklich von einem weiteren globalen Wachstum rechnen, ja, sodass man sozusagen auch in der Zukunft davon ausgehen kann, dass dieser Megatrend und dass diese Themen sich auch in der Zukunft wirklich mit Chancen und mit eben positiver Aussicht weiterentwickeln. Wenn ich als Anleger jetzt in die Praxis gehen möchte, in die Umsetzung, sage ich, möchte das investieren, wie finde ich denn den passenden Themen-ETF für mich persönlich? Genau, also der passende Themen-ETF ist jetzt eine gute Frage, weil ich finde genau, wie wir es jetzt gerade aufgezählt hier haben, Jakob, das Spannende daran ist, dass wirklich der Endanleger jetzt selbst für sich, der Anleger selbst entscheiden kann, für welches Thema und welchen Megatrend er sich jetzt ganz speziell interessiert. Und hier vielleicht auch noch kurz abzugrenzen, weil viele Kunden kommen mit der Frage an uns, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einem Thema und einem Sektor? Die klingen ja an sich so relativ ähnlich oder bilden sogar ähnliche Bereiche ab. Ja, ich würde es jetzt so ausdrücken, die Branchen und Sektoren ist für mich so ein bisschen ein eher angestaubtes Konzept, möchte ich mal sagen. Die Themen haben schon was Neuartiges, was Innovatives. Und es ist zum einen, dass man sehr viel konzentrierter und sehr viel homogener in ein Thema reingeht, wohingegen gerade die Branchen sehr breit und heterogen aufgestellt sind, sodass man nicht genau weiß, wie sich eine Branche bei bestimmten Marktentwicklungen verhält. Und darüber hinaus ist es natürlich auch so, dass man dadurch natürlich als Anleger bei der Selektion natürlich sehr schön feststellen kann, in was möchte ich denn gehen und was möchte ich wirklich für mich kaufen und wo möchte ich wirklich einsteigen. Wenn ich das dann mache und auch im Gesamtportfolio-Kontext betrachte, du beschäftigst dich ja auch sehr viel mit Portfoliostrategie in deiner Arbeit. Was gilt es denn da zu beachten, wenn ich diese Megatrend-ETFs beispielsweise im Gesamtportfolio-Kontext sehe? Genau, also wir als Portfoliostrateginnen und Strategen beschäftigen uns vor allem damit, wie man denn gerade innovative, neue Anlagen denn in Portfolien integriert. Und für mich waren die Themen anfangs wirklich ein reines Marketingthema, ja, also im wahrsten Sinne des Wortes. Ich dachte mir, ja gut, da hat Marketing jetzt ein schönes Spiel, man kann schön erklären, es ist sehr eingängig, um was es geht. Und ich habe mir in der ersten Moment auch die Frage gestellt, was bedeutet das jetzt eigentlich für Portfolien und ist es denn wirklich ein effizienter Mehrgewinn für Portfolien? Je mehr man sich damit beschäftigt, sieht man aber auch, wie spannend diese Themen sich auch in den Portfolien entwickeln und wie gut die auch wirklich reinpassen. Und man kann hier wirklich entweder als Themen wirklich als reine, sag ich mal, Aktienallokation betrachten, indem man sich verschiedene Themen miteinander kombiniert, ja, weil man dadurch natürlich trotzdem global aufgestellt ist. Also man hat wirklich die ganze Welt im Portfolio. Ich mache jetzt mal ein schönes Beispiel, wenn man sich anschaut, zum Beispiel die Digitalisierung. Da ist vielleicht jetzt bestimmte, also wenn man es vergleicht zum marktkapitalisierten Ansatz, da ist vielleicht USA nicht so ganz so hoch gewichtet im Vergleich zum Asien zum Beispiel, ja, wie es normalerweise in der Marktkapitalisierung wäre. Das heißt, die Regionen haben sich dann natürlich auch hier und da verschoben, aber trotzdem ist man global investiert und damit als Anleger sehr schön breit diversifiziert.
Weiter darüber hinaus kann man das natürlich, wenn man sich noch nicht so ganz sicher ist, auch ganz wunderbar als Satelliten gebrauchen. Also wenn man schon ein gewisses Kernportfolio hat, eine gewisse Aktienanlage, kann man mit den Themen natürlich einen gewissen Mehrwert, ich sage immer gerne auch eine Würze im Portfolio schaffen, indem man hier zusätzlich noch bestimmte Themen sich mit ins Portfolio holt. Darüber hinaus auch ist es natürlich interessant, nicht nur die Aktienanlage zu betrachten, sondern wir schauen uns das natürlich in der Regel auch aus einer Multi-Asset-Strategie an. Das heißt, oft ist interessant, auch die Aktien zu haben, aber vielleicht auch eine gewisse, sage ich mal, zweite Komponente, zum Beispiel über Renten, auch noch im Portfolio zu schaffen. Ja, vielen Dank für diese interessanten Einblicke, auch für die Tipps nochmal aus der Praxis, wie ich das dann auch im Core-Satellite-Ansatz spielen kann, diese Themen. Stefanie, schön, dass du heute bei uns warst und dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Vielen Dank, Jakob.